Hallo, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Myths of Empires mit eurem Erik Vikingsson und mit dem Grantelbart. Ich habe nochmal die Aufnahme von gestern angeschaut und ihr werdet sich glauben, bei dem Hasenbau ist mir nicht aufgefallen, dass unten steht Kaninchen in Gebäude hinzufügen. Das ist mir jetzt beim zweiten Mal anschauen, ist es mir dann aufgefallen. Wenn ihr es jetzt schon in die Kommentare geschrieben habt, ihr werdet es bestimmt schon mitgekriegt haben, dass es dort stand. Ich habe es natürlich wieder mal verpeilt. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ich habe es jetzt auch gefunden. Das heißt, wir werden den Hasen gleich freilassen. Wir werden ihn auch füttern. Wir werden Futter holen müssen. Es wird erstmal Heu geben, weil wir haben diesen Mahlstein noch nicht, wo man Futter herstellen muss. Jetzt bin ich aber erstmal dran. Es wird jetzt auch langsam hell. Hier nochmal den Rest zu bauen, dass wir hier, und zwar wollte ich ja hier Ecken haben. So, so, so und na, so, warum Ecken? Weil ich ja auch Fenster habe. Und zwar möchte ich gerne hier ein Fenster hin haben, dass wir da so ein bisschen rausgucken können. Das sieht einfach geil aus, finde ich. So, Fenster 1 und hier an die Ecke Fenster 2. Und dann brauchen wir nochmal eine Wand, glaube ich. Ne, die haben wir sogar da. Zack, perfekt. So. Dann haben wir ja Fenster erbaut, die haben wir irgendwo hingetan. Jetzt habe ich hier zu viele Fundamente, aber zu viel ist ja nie zu viel. Machen wir auf, mal ein bisschen Luft reinlassen hier in den Bau. Das Po stinkt wie ein Puma-Tiger, wie ein Puma-Tiger, ja. Wie ein Puma-Käfig, mein Gott. Es ist wieder soweit. So, nimm dir mal die Fenster mit und die Fundamente kannst du schon mal rausmachen. So, soweit, so gut. Dann haben wir das hier. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal alles zu. Angegriffen wird man zurzeit nicht. Ich weiß auch nicht, ob man angegriffen werden kann. Wir platzieren unsere Fenster und damit ist das Ding für uns erledigt. So, jetzt werden wir so unser Häschen rauslassen. Und zwar passt auf. Ich habe das gestern dann gesehen, dass das mit der Fahne hier, da muss ich erstmal gucken. Da weiß ich nicht. Entweder haben wir ist die eingefallen oder ich habe es nicht geblickt. Keine Ahnung. Ich muss hier, glaube ich, Sachen reinmachen. Um das hier irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall ist unsere Fahne, wenn nicht, baust du wieder hin. Das geht ja nicht kaputt. So, pass auf. E gedrückt halten und jetzt sieht man hier unten, bringe das Tier in den, na, zurück. Bringe das Tier ins Gebäude. Ihr seid da, ihr seid da. Und dann haben wir ein Kaninchen mache ich rein. Und zack, jetzt ist es drin und dann steht das X für drücke Belohnung. Man sieht es jetzt gar nicht, also ich sehe es nicht. Es ist hier draußen. Es ist auf jeden Fall nicht da. So, dann braucht es natürlich Futter. Futter braucht es das hier. Gras. Wir sehen jetzt auch eins drinne. Ein weibliches, kein männliches. Level 1, Durchschnittsstufe, Geburtenrate und so weiter ist nicht drinne. Was es droppt und so weiter, weiß ich nicht. Was es gerne hätte, wäre Kaninchenfutter. Man kann es aber auch hier mit dem Gras, ne, benutzen. Das haben wir sogar drinne. So, zack. Gucken wir mal rein. Das sollte es sich ja annehmen. So, was haben wir denn hier? Schlafsack haben wir schon hergestellt. Sehr gut, guck mal an, du. Wir sind ja richtig gut hier. Bronzewerkzeug sollen wir jetzt langsam bauen. So, frisst der Hase. Lebensmittelmenge ist nicht da. Es frisst aber auf jeden Fall Gras. Es ist auch Gras. Ich würde sagen, wir lassen es mal drin, oder? Entschuldigung. Es hat kein Lebensmittel drin. Komisch. Ist auf jeden Fall ein Hase drin. Muss ich das hier reinziehen? Nee. Oder hier? Nein, die Ausgabe auch nicht, ne? Anzahl Chargenzuführung. Gras. Ach, guck mal. Die gespeicherte Menge Essen hinzufügen. Zwei Stimmung. Gegenstand. Eieiei. Geht das nur so? Ich mache mal jetzt 50 rein. Ich weiß nicht, ob das passt. Ja, 2%. Ach, herrje. Okay, es hat auf jeden Fall 2% Nahrung. Jau. Komfort des Lebensraums. 59%, klar, hat er sein Superessen dich. Veränderung des Lebensraums ist gut. Stimmung, naja, könnte besser sein. Hey, aber Todesrate 1.0. Wie, ist es schon tot? Nee. Ja, da müssen wir immer mal ab und zu reingucken. Ich mache jetzt nochmal, komm, wir schießen jetzt nochmal die 47 nach. Chargenzuführung. 47 machen wir rein nochmal. Dann müssten wir ja hier oben nur 200 Gras haben, oder? Stimmung ist auf 12. So, machen wir die 47 rein. Gegenstand verwenden. 200. 0,4. Ist okay.
Passt. Lass mal erstmal so, tu das noch dazu. Perfekt. Alles gut. So. Was braucht unser Lager als nächstes? Richtig, ein Schrank. Dafür brauchen wir Leinen. Und Zweige und so weiter haben wir. Leinen haben wir durchgelaufen lassen. Das nehmen wir jetzt hier raus. Dann können wir auch gleich das hier einreißen. So, zack. Gib mir das mal bitte. Schade, dass man es nicht aufheben kann. Gibt bestimmt eine Mod, aber wie gesagt, ich spiele das nicht mit Mods. Also ich habe auch noch keine gefunden. Ich habe auch ehrlich gesagt noch gar nicht gesucht. Deswegen ist mir jetzt auch gerade Hucki. So, wir können. Wie viele Schränke können wir bauen? Einen, wa? Ja. Weil wir was nicht zu wenig haben. Primitive Tierhaut. Ist aber nicht schlimm. Wir bauen unseren ersten Schrank. Das ist der Anfang. Perfekt. So, den ganzen Kram tun wir jetzt aber erstmal hier rein. Weil ich denke, wir müssen hier oben ja die Schmiede zusammenkriegen. Wir brauchen Lehm. Lehm haben wir. Wir brauchen Stein. Stein haben wir nicht. Ah je, da geht's schnell los. Wir müssen Steine holen. Wir brauchen 40 mal Sand. Sand haben wir da. Ein Folterding haben wir auch. Meine Fresse. In die Folterei gehen wir aber nicht rein, das sage ich euch. So, Stein. Steinhammer. Dann gehen wir jetzt mal Steinkloppen, wa? Kupfer machen wir hier rein, das machen wir hier rein. Primitive Tierhaut machen wir rein. Leinen, das machen wir erstmal hier rein. So. Wir bauen hier erstmal den Schrank auf und dann ist alles gut. Alles, was wir jetzt erstmal nicht brauchen. Hier. Genau, dann machen wir jetzt erstmal diesen ganzen Kram da rein. Hier, was wir da alles hier in den Dingern haben. So, dann bauen wir unseren ersten Schrank. Wird feierlich aufgebaut. Mal gucken, wie die aussehen. Und ob die überhaupt snappen, aber das werden wir nicht wissen, weil wir werden. Oh, die sind aber süß. Oh, die sind aber süß. Bauen wir die so hin? Oder bauen wir die so hin? So immer per Reihe. Ich weiß es nicht. Sollen wir die so bauen? So. Bauen wir die so, oder? So. Dann können wir die ja umbenennen. Hier. Allerlei. Das ist der Allerlei-Schrank. Da kommt erstmal alles rein, für was wir jetzt gerade keine Verwendung haben. So, perfekt. Allerlei-Schrank. Gehen wir rein. Ja, das ist doch super. Guck mal. So, Grashüpfer rein, das rein, hier. All den ganzen Kram, den tun wir jetzt da rein. Dann können wir jetzt nämlich erstmal unsere ganzen Dinger hier ausräumen. Gib mir das alles mal rüber, bitte. Hälfte übertragen, alle Gegenstände übertragen, Alt und so. Das ist aber fallen lassen, mein Freund. Okay. Aber hier gibt es jetzt nicht alle Gegenstände übertragen, oder was? Mit einmal? Na gut, ist halt nicht schlimm, dann ist es so. Das will ich machen, aber da kann ich ja doppelklicken drauf, dann habe ich dasselbe in grün. Aber okay, wir wollen uns nicht beschweren, alles gut. Abreißen, bitte. Dann gehen wir hier rein. So, pass auf, so meine ich das, weißt du? Dann kann ich das einfach so anklicken, doppelklicken, dann habe ich auch alles drüben. Und es geht sogar noch schneller. So, abreißen. Was wir machen können, wir können auf jeden Fall schon mal den Fuchsbau uns vornehmen. Hier haben wir da was drinne. Gib mir das mal. Leinen und so weiter. Auch das reißen wir ab. Und zack, dann haben wir das erledigt. Mal gucken, ob wir was bauen können. So, können wir denn hier schon was bauen? Was haben wir denn hier? Schneidertisch. Uns fehlt für den Schneidertisch Lehm, haben wir da drin, eine primitive Tierhaut. Das wird uns alles fehlen. Ist aber nicht schlimm, werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. So, dann gehen wir an den Allerlei-Schrank. Und wir werden das alles jetzt hier rüberpacken. Alles, was wir jetzt nicht so brauchen. Erledigt, 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 erledigt. Zack, 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 zack. Die Rinde und so weiter kommt drüben rein. Und der Leinen und der andere Kram auch. Und den Fuchsbau, den werden wir jetzt neben den Hasbau gleich bauen. Lass mal aber ein bisschen Abstand. So, das geht rüber, das geht rüber, das geht rüber. Das kommt in den. Das schmeißen wir gleich raus. Mal ein bisschen was dreckig machen gleich draußen. So. Primitive Haut. Die Kohle geht rüber. Und das haben wir jetzt erstmal hier oben, richtig? So, das schmeißen wir jetzt gleich in den Fluss. So, dann bauen wir uns den Fuchsbau auf. Und zwar würde ich den Fuchsbau gerne schräg ansetzen. Habe ich den jetzt noch? Ja. Fuchsbau, da ist er. Wisst ihr? Und zwar so. Ich würde den einfach gerne so hier hinbauen. So. Dass er so schräg steht. Dann kann man uns da hinten so ein bisschen was reinbauen. Ich glaube, das passt ganz gut. Zack. Fertig. Fuchsbau steht. Fuchsbau ist nicht drin.
Was fressen die? Oh, da beim Angelbrauen habe ich gerade gesehen. Warte mal, lass mich mal kurz reingucken. Lieblingsfutter: Speerfisch, Schmerle, Barsch, Zunfisch, sieht aus wie ein Stör. Auch so, ein Knochen des Störs, ist ein Stör, okay. Karpfen, Koi-Karpfen und hier rohes Fleisch. Das ist ihr Lieblingsfutter oder halt dann hochwertiges, primitives Essen. Wahnsinn. Wie sieht es denn hier aus mit meinem Karnickel? Geht's dem gut? Komfort 61%, Stimmung ist fast bei 60. Dem Häsle geht's gut. Wir haben ein Weibchen drin, wir werden Männchen brauchen. Das heißt, als allernächstes, wir wollen die Füchse fangen, gehen wir unsere Priorität jetzt setzen auf die kleine Falle. Wir werden Hartholz brauchen, wir werden Kupferbahn brauchen. Das heißt, wir müssen die Kupferschmelze bauen. Den Schmelzofen, den sollten wir heute aber noch aufstellen. Den sollten wir heute aber noch aufstellen, damit wir das auch gebaut kriegen, ne? Das fehlt uns Stein. Dann gehen wir jetzt Stein holen. Ihr Lieben, dann gehen wir jetzt Stein holen. So. Dann machen wir am besten hier drüben. Hier ist zurück genug Stein. Dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen Stein holen. Dann bauen wir unsere Schmelze auf. Karnickel haben wir freigelassen. Weil wir brauchen die Kupferbahn. Hier werden wir keinen Stein rauskriegen. Ist, glaube ich, ein Schutzstein, oder? Naja. Muss die kleinen nehmen. Hier, die. Denk dran, hier ist auch der Wolf irgendwo gewesen. Guck mal, ob du hier Steine rauskriegst. Jawohl, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schutt kommt auch mit, Sand kommt mit, aber es kommen auch Steine mit. 7. 10 Steine, sehr gut. Das wird Schutt sein. Wir nehmen mal die kleinen Steine. Guck mal, hier oben, der sieht schön aus. So, pass auf, denk dran, hier oben sind deine Kumpel. Oh, war ja. Noch haben sie uns nicht entdeckt anscheinend. Ich weiß auch nicht, ob die friedlich sind. Wir können ja mal die erste Annäherung wagen. Wir haben ja ein Bett unten. Und Loot haben wir jetzt eigentlich alles ausgepackt. Und wir haben ja ein Schild dabei, oder? Wollen wir mal gucken gehen? Komm, wir gehen mal gucken. Oh, der ist schon gelb. Vielleicht sind sie ja. Okay. Bis jetzt. Guck mal, er macht aber nichts jetzt hier. Oh, ja, Banditenanführer, ich hab's gesehen. Banditenanführer, habt das gesehen? Ab einem gewissen Punkt sind sie nicht cool unterwegs. Oh, die sind schnell. Okay. Die erste Annäherung hat uns gezeigt, dass wir sehr, sehr wachsam sein müssen. Und es waren einige, Level 18 und so. Also ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Wow. Banditen in der Nachbarschaft. Das ist nicht geheuer, das sage ich euch. So, Stein haben wir aber jetzt. Was machst du denn? Was hackst du rum? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Alter, dann sind das Banditen. Das ist natürlich übel, ne? Da hast du einen Wolf in der Nachbarschaft, Banditen in der Nachbarschaft. Alles ein bisschen sehr, 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 sehr uncool. Muss ich sagen. Aber hey, Kaninchen ist frei. Kann uns keiner mehr wegnehmen. Außer die Banditen kommen und holen es uns. Hier hast du nochmal Kupfer, nimm den mit. Komm. Wir werden jetzt eh gleich die Schmelze ansetzen. So, Steine haben wir jetzt, oder? Wie viel werden wir haben? 20 Steine, das reicht dann. Guck mal. 30 Steine. Komm, geh zurück. Hast du deine Sichel mit? Hast du mit? Pass auf. Dann sichel noch mal ein bisschen. Kriegen wir da jetzt eigentlich nur die Fasern raus oder? Nee, wir kriegen auch den Flachs. Wir brauchen nämlich Flachs. Guck mal. Weil wir werden einiges an Stoff herstellen müssen, weil wir Seile brauchen. Für die Tierfallen. Wir wollen die zwei Füchse uns holen. Männchen und Weibchen. Wenn die schon bei uns auf der Insel sind, dann nehmen wir sie auch mit. Dann haben die auf jeden Fall eine Story, die zwei. Die waren auf einmal da und sind nie wieder gegangen. Klar, müssen wir da eine Angel bauen, um uns zu kümmern. Das würde ich dann sogar alles in einer Folge machen. Dass wir dann wirklich sagen, okay, wir bauen die Angel, wir gehen angeln und holen uns die Füchse. So, machen wir hier mal ein bisschen Roden. Ah, die Banditen, die nerven mich jetzt da oben, ne? Die Banditen sind jetzt gerade nicht so das, was ich mir da gerne gewünscht habe. Aber hey, solange wir wegrennen können, solange die uns nicht verfolgen oder uns angreifen, sehe ich das nicht als Problem. Wir halten uns einfach fern. Wir sind da auf unserer kleinen Insel. Vielleicht kommt ja irgendwann mal das Glück und dann greift die einen Wolf an oder so. Warum denn nur immer uns? So, hast jetzt hier schön gerodet. Hast du gut gemacht.
Hast du super gemacht. Ne, komm doch. Den machst du noch mit und dann gehst du hem jetzt. Nicht, dass wir heute wieder überziehen. Holzfällerei einfach freigeschalten. Jetzt haben wir sie. Jetzt hast du die Palme. Die wolltest du haben, ne? Die ging dir auf den Nerv. Komm, die nimmst du auch noch mit. Sojabohnen, Qualität. Alter, ins Farming. Da bin ich auch gespannt, wie komplex das ist. Oh, guck mal. Man sieht schon leicht unser Anwesen. Es vergrößert sich auf jeden Fall. Das ist sehr gut. So, zeitlich stehen wir gut da. So. Dann haben wir das doch, ne? Was hier drüben so steht, hier Lamellenrüstung, Bronzewerkzeug und das braue Bayachu, was auch immer das ist im Getränkegefäß. Dann auch hier Fertigkeiten, Fertigkeitsrezept, Seiten, Anleitungsbuch, keine Ahnung. Lehmfundament, das machen wir alles im späteren Verlauf. So, perfekt, oder? Guck mal, das sieht doch schön aus. Hier könnte ich mir sogar so vorstellen, dass wir hier so einen kleinen Eingang machen, wenn wir unseren Zaun dann darüber ziehen. Vielleicht können wir den sogar durchs Wasser bauen, dass wir uns ein Stück See mit rausholen. Müssen wir mal gucken. So, was wollten wir jetzt machen? Jetzt bauen wir uns erstmal unsere Schmelze auf und schmelzen das Zeug durch. Eventuell können wir dann auch schon das Rad bauen. Die Schmelze, die Delze. So, guck mal, da ist sie. Einmal geht sie durch, in 1.18 ist sie fertig. Dann drüber, Schutt drüber. Dann haben wir wieder was für die komische Kiste. Das kommt noch rüber. Das kommt noch rüber. Perfekt, guck mal. So, dann haben wir hier was für dich. Erledigt. Sehr gut. Haben wir unser Farming-Schrank. Ist es jetzt. So, dann lass uns mal kurz durchgehen, was wir noch bauen müssen. Wir brauchen das Rad. Da brauchen wir Strohseil. Okay. Zweige, primitive Tierhaut. Haben wir doch eigentlich da, oder? Wir haben doch 4-mal Tierhaut da. 10-mal Tierhaut. Wir haben Seil. Was war es noch? Zweig? Hab's schon wieder vergessen, sorry. Zweig. Zweig haben wir da. So, die Schmelze sind 33 durch. Hier oben haben wir unser Rad. Unser Rad läuft. Sehr gut. Holzzauntor. Da brauchen wir einmal Schutt. Hey, komm, das bauen wir uns auch. Ich will das mal sehen, wie das aussieht. Brauchen wir unseren Schutt? Wo ist unser Schutt? Oh, wir haben viel Schutt. Wir haben viel Schutt. Guck mal, bau das und bau das. Dann hast du das auch fertig. Das ist eigentlich der Holzzaun, ne? Den wir uns drumrum matriltieren. Oder? Ja. Wie sieht denn der aus? Ich will es nur mal... Bauen wir zwei. Ich will das nur mal kurz angucken. So, das haben wir alles da. Das haben wir alles da. Wie sieht es mit der Schmiede aus? Schmiede ist da. So, pass auf. Schmiede bauen wir. Kriegen wir die hier in den Leben? Nee. Ach, die können wir... Baugespiet ist gesperrt. Ja, ist klar. Okay, die kann ich hier nicht hinbauen. Dann würde ich die Schmiede gerne... Hier ist sie zu groß, ne? Ja. Es ist schon ein Lappen, ey. Dann bau die doch Press hier drüber. Hier so hin. Guck mal. So. Dann haben wir die Schmiede. Oh, die sieht geil aus. Die Schmiede sieht mega gut aus. So, pass auf. Kupferbahn. Dann werden wir Holz brauchen. Erstmal die Kupfer. 84 Kupfer. Hey, was willst du denn? Da darfst du nicht rein. Da musst du rein. Ich überlege gerade, ob wir eventuell sogar Zündpulver oder so einen Scheiß bauen können. Na klar, müssen wir doch bauen können, oder? Lass uns mal kurz rein. Vielleicht können wir das ja sogar freischalten hier. So ein Mörser oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Muss doch geben. Malen. Mörser und Stößel. Guck an, du. Dann müssen wir in die Geschichte, da machen wir primitives Pflaster. Was ist denn? Ein einfaches Pflanzgefäß, um behutsam minderwertige Pflanzen anzubauen. Okay, das sind Beete. Gut, verstanden. Holzfass für Wasser, klar. Kompost, Mahlstein. Der Mahlstein, was macht der? Vermahlt Getreide und Mehl und macht daraus Nahrung. Okay, wir werden das brauchen. Wir lernen es einfach. Wir haben die Punkte. Und dann gehen wir hier drüben ins Mahlen und haben den Stößel auch noch gleich. Dann gucken wir mal, ob wir den bauen können gleich. Es nimmt auf jeden Fall schon Form an. Gibt es Tische? Das wollte ich gerade gucken. Weil ich mag das gerne so auf Tische stellen. Weißt du, bei Möbeln haben wir sowas wie Tische. Lehmfundament müssen wir freischalten, ist klar. Herd. Okay, großes Holzfass. Hier haben wir Lager, da kriegt man eine Holzbarrikade. Was ist das hier? Großer Ofen. Okay, aber Tische sehe ich jetzt nicht. Ne? Sieht einer von euch Tische? Ich glaube nicht. Oder ist das hier Deko? Deko, da. Tisch. Mach den mal. Ein bisschen schön wollen wir es uns schon machen. Sehe ich so, oder? So, guck mal. Wir machen es uns gemütlich. Tisch. Wo baue ich den? Was haben wir hier unten? Grober Kompost. Holzasche und eingelegtes Fleisch. Wird grober Kompost, okay. Was?
Benutze ein Holzfass, um eine Wasserquelle es aufzufüllen. Dann sollten wir das sogar bauen. Vielleicht regnet es ja mal. Weiß ich ja nicht, ne? Wo bauen wir die Tische? Den Tisch sehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es kann sein, dass wir das hier. Belagerung ist es nicht. Kleine Falle, Schneidertisch. Wo bauen wir denn die Möbel? Haben wir da eine Möbelwerkbank? Wenn ja, ich werde es jetzt nicht freischalten, aber das interessiert mich gerade. Angeln? Gebäude, Möbel? Dekorativer Tisch? Eine Bank, die komplett aus Holz gefertigt ist. Sie ist einfach. Zimmermannswerkbank, okay. Zimmermannswerkbank, wann kommt die denn? Das ist es nicht. Hier Waffen? Auch nicht, ne? Rüstung, Zähmen, Medizin, Käfig, Werkbänke und Werkzeuge. Zimmermannswerkbank. Ach herrje. Angeln haben wir hier unten. Das können wir eigentlich auch schon freischieben. Lederverarbeitung, Zimmermannswerkbank. Hersteller. Da ist sie bestimmt, da ist sie dabei. Ofen, Holzbrett, Steinplatte, Zimmermannswerkbank. Dann bauen wir die auch schon mal. Dann haben wir das freigeschalten. Ist doch nicht schlimm. Eventuell können wir die ja bauen. Müssen wir mal gucken. So, pass auf. Die Zimmermannswerkbank werden wir hier drin bauen müssen, denke ich. Da ist sie. Zimmermannswerkbank. Ofen. Ein Brennofen ist eine wärmeisolierte Kammer, die zum Brennen von Ton für Ziegel und Töpfer waren. Okay, ist klar. Da werden wir Kupferbahn brauchen, Stein, Hartholz und so weiter und so fort. Okay. Den Mösel und den Stößel hier und das ganze Kram. Wo baue ich das? Das stand dabei, ne? Du musst das auch lesen. Das bringt sonst alles nichts, wenn du das nicht liest. Aber wie gesagt, ich muss mich ja auch erstmal ranführen. Das ist ja alles, ne? Nicht so unkomplex. Wo habe ich es denn jetzt auch wieder gelernt? Das ist ja das nächste. Wo lerne ich es? Wo habe ich es? Da war der Tisch. Den Kahn, den brauchen wir auch irgendwann. Ich glaube, dann wird es einfacher für uns alles. Aber bis jetzt erstmal egal. So, da ist es nett, dann ist es hier. Da ist es doch gut. So, das. In der einfachen Werkbank baue ich den Mahlstein. Okay. Und meinen Stößel auch in der einfachen Werkbank. Aber die haben wir doch gebaut, oder? Es ist doch die einfache Werkbank hier. Da ist er doch auch. Was machst du denn? Lehm. Oh, wir werden Lehm brauchen. Stein. Zweige. Wow, wir werden einige Sachen brauchen. Okay, pass auf. Platziert das erstmal. Das hat man ja so vor. Das passt am besten hier so schön hin. Mal, kannst du das hier so hinstellen? Warte. Warte mal, warte mal. Geht das nicht? Was stört dich denn da dran? Irgendwas stört ihn. Hier so hin können wir es aber auch bauen. Ja, nee, direkt den Eingang ist auch Blödsinn. Kriegen wir das hier hin? So beim Spinnen hier so daneben. Sieht so gut aus, oder? Bisschen schräg. Dann hat das so ein bisschen Form. So machen wir es. Guck mal. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder leicht dunkel. Es ist Wahnsinn. Wie die Zeit hier verfliegt, das ist unfassbar. So, pass auf. Macht das hier rüben rein. Perfekt. Was haben wir hier? Gewöhnliches Fischöl. Okay. Zeug rein und gut ist. Pass auf. Wir werden Holz holen. Habe ich noch Holz hier drin? Wir werden ja jetzt nichts mehr bauen. Dann werde ich das restliche Holz hier nehmen. Ich weiß auch nicht, ob wir Rinde nehmen können zum Heizen. Sage ich euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Hier steht aber auch nichts, was ich. Warte mal. Hölzer. Verschiedene Hölzer zum. Wenn wir Rinde nehmen könnten, das wäre halt cool, aber es geht halt auch nicht. Ne? So, zünd das an hier. Und dann knallst du das durch. Alles, was wir haben. 21 Stück. Musst du erstmal haben. So. Dann haben wir das. Dann können wir das alles schon mal wieder rüberbauen. So. Dann haben wir nur noch heute. Das mache ich nochmal in die Ankommenkiste hier. Das mache ich in die Wühlkiste, weil wir haben noch den Bogen dabei. Das habe ich nämlich fast vergessen. So. Dann gucken wir uns jetzt mal das ganze Zeug an. Dann gucken wir nochmal beim nächsten vorbei. So, wie sieht denn das aus? Wie groß ist das überhaupt? Oh, das sieht aber gut aus. Aber, habt ihr gesehen, ich brauche den Zaun. Und zwar will ich den Zaun dann so hier dran setzen. Genau so in die Ecke rein. Das sieht gut aus. Das soll auch. Oh ja, jetzt habe ich schon gedacht, das war falsch. Das soll auch ein bisschen schräg sein. Das sieht geil aus. So, und jetzt, guck mal, jetzt kann ich genau. Bin ich da dran? Ich muss mal kurz ein bisschen vorgucken. Jetzt bin ich dran, ne? Hey, das sieht geil aus. Das würde ich aber gerne so ein bisschen gerade setzen.
Ja, für einen Monk, der innere Monk, der ist natürlich immer da, ne? Setz das mal so hin. Gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Und dann kannst du nämlich hier den Zaun einfach press dran bauen. Und es snappt ja dann von Zaun zu Zaun. Das heißt, hier haben wir den Zaun dann dran. Die Strukturen richtig geil. Das sieht wirklich gut aus. Ohne Scheiß jetzt. Und dann hier zu. Ey, dann kommst du hier rein. Das sieht geil aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Auch mit den Zäunen gefällt mir mega. Dann können wir das wirklich hier so machen, dass wir hier so ein bisschen uns abtrennen. Vielleicht so ein bisschen hier von der ganzen Sache mitnehmen. Wenn einer rübergeschwommen kommt und dann gehen wir hier. Und ich würde sogar sagen, dass wir dann hier an dem Stein hochgehen, uns das alles hier einmanövrieren und dass das dann erstmal unser Gebiet wird. Wisst ihr, dann haben wir erstmal alles da. Dann machen wir uns erstmal hier so richtig schön gemütlich. So machen wir das. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir mal umziehen, das als Ankommen-Base lassen. Unsere ersten Stunden hier bei Myth of Empire. Es ist schon geil. Es macht mega viel Spaß. Wir haben viel geschafft. Wie geht's dem Hasen? Wir gucken noch beim Häschen vorbei. Leider läuft es sich draußen rum. Oh, guck mal, es hat schon was produziert. 92% geht es ihm gut von 100. Das ist stark. Die Stimmung könnte natürlich besser sein, aber ich glaube, das liegt daran, weil es alleine ist. Aber es hat produziert Tierfell. Essentielles Material zur Herstellung von Pelzkleidung. Es hat Kaninchenheu. Wichtiges Element zur Herstellung von Fuchsfutter. Bevorzugte Nahrung für Füchse. Mega. Und primitive Tierhaut. Also es produziert. Ey, es ist super. Guck mal. Das ist geil. Wir werden auf jeden Fall ein Kaninchen brauchen. Wir werden eine. Also das wird geil. Das ist, ich bin überrascht. Das ist krass, wie viel das ist. Kräuterwickel. Verteile es auf der Haut. Ach so, okay. So, das ist das nächste. Wir werden 3 Stück brauchen. Zweimal Fuchs, einmal Kaninchen. Männchen. Das heißt, wir brauchen Hartholz, Kupferbahn und Schnur. Schnur stellen wir natürlich klar hierher. Das können wir sogar noch anhängen, wir zwei. Wir zwei. Ist auch lustig. Ich und der Grandelbart und ihr natürlich. Schnur. Schnur bauen wir aus Rinde und Zeug. Und Schnur war hier, ne? Nee, Schnur war hier. In der Schneiderwerkstatt, siehst du? In der, wo ist denn die? Die müssen wir ja bauen. Schneidertisch. Lehm, Zweig und primitive Tierhaut. Ihr Lieben, da werden wir es so machen. Dann werden wir morgen in der Folge auf die Jagd gehen. Da machen wir morgen eine reine Jagdfolge. Wir werden gucken, dass wir mal wirklich so viel zusammenkriegen, dass wir erstmal safe gesättigt sind. So, und ich werde in der Zwischenzeit jetzt Material farmen gehen. Dann bauen wir uns noch eine Kiste zusammen. Dann baue ich noch eine kleine Kiste, eine Ankommenkiste. Da zeige ich euch in der nächsten Folge, was ich alles zusammengebaut habe, was ich alles geholt habe. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ihr Lieben, dann machen wir jetzt erstmal Ende. Heute mal eine kürzere Folge. Manch einer wird es von euch hier wird so dastehen. Na Gott sei Dank. Ich dachte, er überzieht jetzt jedes Mal zu lang. Nee, aber manchmal ist es so. Aber jetzt was reinpressen ist natürlich auch bescheuert. Ist ja ganz klar. Hey, aber es sieht gut aus, ne? Und wir werden viel Holz und so weiter brauchen, um hier unsere Dächer drauf zu bauen, unser Balkon und alles drum. Ey, wir machen uns das wirklich schön. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik. Macht's gut. Tschüss.